Willkommen zurück hier bei Fallout A Tales of Two Wastelands. Wir befinden uns in Underworld und waren eigentlich tief ins Gespräch verwickelt mit Carol, die uns jetzt eine Geschichte erzählt, wie sie hier gelandet ist. Na gut, aber es ist nichts Besonderes. Ich wurde 2051 geboren. Bevor Sie also fragen, ja, ich bin ein vorkriegszeitlicher Ghoul. Können Sie sich erinnern, als das Ganze losging? Ich und mein Vater waren in einem Bunker, als die Bomben fielen. In DC hatte man uns zum Glück gewarnt, nachdem die Westküste vernichtet worden war. Ich war damals noch ein kleines Mädchen. Einen Wurfplatz konnten wir uns nicht leisten und so drängelten wir uns in den Bunker. Mein Vater hielt an, um einer Familie zu helfen, und ich sah zu ihm auf und rief seinen Namen. Dann war da nur noch dieser gleißende Lichtblitz. Ich erwachte ein paar Stunden später und suchte sofort nach meinem Vater. Er war weg. Aber das Merkwürdigste war, sein Schatten war in die Wand gebrannt. So scharf und klar, als ob er neben mir stünde. Die Hitze hatte ihn in den Beton gebrannt. Ach du Scheiße. What was the Wasteland like? Wie war das Ödland direkt nach dem Krieg? Die Stadt stand wochenlang in Flammen. Vielleicht sogar Monate. Ich versteckte mich hier unten im Museum. Es war meinem Bunker am nächsten. Aber ich konnte hören, was oben passierte. Leute, die wie Tiere heulten. Chaos, Plünderung, Mord und Totschlag. Die schlimmsten Albträume wurden wahr. Es war ein Albtraum. Ich will nicht darüber reden. Okay. So, und wie sind Sie hier als Ghoul gelandet? Keine Ahnung, wie es dazu kam. Dr. Barrows sagt, es war die Strahlung. Ich weiß nur, dass immer mehr Leute im Museum auftauchten. Nachdem sich oben alles etwas beruhigt hatte, versuchten wir hier unten zu leben, so gut es eben ging. Aber nach einer Weile geschah etwas Seltsames. Unsere Haut wurde trocken und blätterte ab. Es dauerte eine Weile, Monate, manchmal ein Jahr. Aber früher oder später ging es allen so. Einige von ihnen wurden verrückt. Andere akzeptierten es. Nach einer Weile fanden weitere Ghule hierher. Und so wurde Underworld immer größer. Niemand belästigte uns hier unten. Uns ging es gut genug und wir ließen sie in Ruhe. Als meine Greater kam, war ich glücklich. See you and you said you weren't interesting. Sehen Sie, und Sie sagten, Sie wären nicht interessant. Wenn man 200 Jahre lang dieselben Geschichten erzählt, fühlt man sich einfach langweilig. Ich sollte gehen. Echt gut drauf. Für einen Menschen. So. Mr. Crowley, Greta. Die Greta töten. Oder wir könnten was anderes versuchen, natürlich. Weil wir sind hinter dem Vertrag von Sharon her. Mann, das nervt gewaltig. 5 Minuspunkte. Irgendwas gehört? Wo ist Azrukal? Da ist Azrukal. Nicht hier. Okay. Ich glaube, er hat den Vertrag im Safe. Und den Safe könnte ich, glaube ich, knacken. Aber dafür müsste ich mich hier irgendwie verstecken. Komm schon. Habe ich einen Stealth Boy? Das wäre jetzt echt praktisch. Steampack, ja, nehme ich mal eins. Ja, warten mal ein bisschen. Ja! Meine Chance. Okay, wir haben nicht viele Versuche, also... Doom!
2 korrekt. Vielleicht ist es dann... Nee, Room wird es nicht sein. From? Total falsch. Nur 1 ist richtig. Und ich nehme an, dass jetzt das... Room? Auch nicht. Okay. Dann ein paar Befehle hier eingeben. Vielleicht bekomme ich noch ein paar Versuche. Das wäre von Vorteil. Perfekt. Sonst gibt es hier nichts mehr. Hier noch den. Und... Ah ja, den hier noch. Den hier noch. Ah, okay. Shot wird es auch nicht sein, oder? Shop. Son. Soon. Soon. Na sowas. Unlock safe. Notes und Carol. In ihr geht irgendwas vor. Sie lässt sich in letzter Zeit den Kopf so hängen. Ich wünsche, ich wüsste warum. Sie könnte ein guter Kunde für die Sonderware sein. Ich müsste sie aber erst lange genug von Greta weglotsen, um sie zu bearbeiten. Was für ein Arsch. Ich kann wirklich nur Gutes berichten über diesen Jungen. Die Sache ist nur, dass ich ihn in Augen behalten muss. Schon mehr als einmal habe ich ihn hinter der Theke erwischt. Ich würde ja sagen, er kostet mich mehr, als er wert ist. Aber irgendwie tut er dann doch immer die Kronkorken raus für den Schnaps. Snowflake. Was ist los mit diesem Typen? Na, ehrlich gesagt, es ist mir wurscht. Er kauft mein gesamtes Jet auf und verlangt dauernd Nachschub. Lass ihn doch drauf bestehen, dass er Friseur sei. Was soll's? Dr. Barrow, Anerkennung, er hat jede Menge gutes Zeug in seinem Büro. Ich sollte mir was einfallen lassen, wie ich ihn für eine Weile aus der Stadt kriege, damit ich mich an seinen Vorrat versorgen kann. Natürlich verlässt der Eierkopf nie sein Labor, schon gar nicht, seit er diese Glatthaut da drin hat. Ah, müssen wir da mal abchecken? Lol. Ich hab mich nur gefragt, lalala. Nein, ich hab mich nur gefragt... Komm schon, bitte sag mir, nee, da drin ist auch nicht der Vertrag. Aber jede Menge Zeug. Verschwinden Sie. Leute gibt's. Okay, wir müssen Carol töten. Wir kommen nicht drum rum. Keine gute Idee. Außer Asukal. Cool. Verbringt Mr. Crowley oft hier die Zeit? Wenn ich anfange, über einen Kunden zu reden, verliere ich sie alle. Sprache ist entsetzlich. Niemand wird es wissen. Ach, was soll's. Vor einem Jahr tauchte Crowley hier auf. Ein normaler Ghoul, wie wir anderen auch. Jetzt plötzlich schreit er nach Rache an allen Ghoul-Hassern. Aber ich kenne Dukov. Der hat sein ganzes Leben noch keinen Ghoul beleidigt. Dukov hat das dreckigste Maul im ganzen Ödland. Er ist ein Säufer und ein Frauenheld. Aber kein Ghoul-Hasser. Frag ihn doch selbst. Wahrscheinlich gehört er zu der Liste, die er ja mehr gegeben hat. Ist denn Lincoln immer... Ja, das haben wir schon gefragt. Über Sharon, komm. So, he's your slave. Nein, er ist kein Sklave. Sie beleidigen mich. Ich glaube nicht an die Sklaverei. Abscheulich. Ich glaube an den freien Willen. Es ist undenkbar, eine andere Person gegen ihren Willen festzuhalten. Ketten werden verdient, nicht auferlegt. Sharon traf einige Entscheidungen, die ihn in meine Dienste führten. Die Art des Vertrags zwischen ihm und mir geht niemanden etwas an. Er sagt nicht viel, ne? Seine Gesellschaft ist recht erfrischend, nicht wahr? Aber halten Sie seine Einsilbigkeit nicht für Dummheit. Das wäre sehr unklug. Das Unterschätzen eines Gegners war schon für viele ein fataler Fehler. Was tut das so für dich? Passt auf die Bar auf, hält die Betrunkenen unter Kontrolle. Im Prinzip muss ich nur auf irgendwas zeigen und Sloan schlägt Sharon zu. Er ist der beste Schläger, den sich ein korrupter Barkeeper wünschen kann. Er geht mir nie mit seinem eigenen Sinn für Moral auf die Nerven. Hm.
in Ordnung. Ja, gut. Wir kommen nicht drum rum, wir müssen Carol töten. Sprechen Sie mit Azrael. Hab ich schon. Aber... Reden Sie. Ist ja gut. Ja, wir müssen jetzt das mehr über Carol herausfinden. Obwohl ich es eigentlich schon weiß. Ey, Snowflake. Boah, der hat eine coole Frisur. Oh. Hey, sieh da, ein Mensch mit Haaren. Hey, ob da wohl was zu machen ist? Was? Meine Haare? Genau, Mann. Das ist mein Metier. Ich schneide Haare. Ich weiß, wenn man sich hier umschaut, gibt's nicht viel zum Vorzeigen, stimmt's? Diese Leichen haben nur einen halben Kopf Haare, sodass ich nie die Chance habe, einen vollen Haarschopf zu frisieren. Kommen Sie schon, ist umsonst. Wie kommt es dazu, dass ein Ghoul zu einem Barbier wird? Ich bevorzuge Coiffeur, aber jedem das seine. Jeder hat eine Begabung. Ich lebte damals in Rivet City. Die Leute hatten genug Geld und ich verdiente gut. Aber als ich mich veränderte, kam keiner mehr. Und so bin ich hier gelandet. Natürlich macht ein Ghoul mit Friseurladen genauso wenig Sinn wie ein Fliegengitter in einem U-Boot. Naja, scheiß drauf. Dann habe ich einfach mit Jet angefangen. Ist wenigstens ein guter Zeitvertreib, wissen Sie? Trugen, na, du bist ein super Typ. Ich muss gehen. Ich könnte noch mehr mit ihm reden. Ich will aber was über Carol rausfinden. Über Greta, meine ich. Greta! Tut mir leid, ich habe... Du hast gerade Pause. Was haben wir für eine Uhrzeit? 6.51 Uhr, okay. So wie ich das weiß, hat sie um 2 Uhr Pause. Tut mir leid wegen dem Geruch. Ich weiß, dass Menschen sehr empfindlich sind. Wir sollten warten, bis 8 Uhr wird, dann kann ich wenigstens ein bisschen einkaufen. Bei Tulip! Hey Tulip! Oh, ein Mensch. Hallo. Willkommen bei den Underworld Outfitters. Es ist schon so lange her, seit ich einen Kunden hatte. Was machen Sie mit der Kohle hier unten? Nun, wir haben es alles bei Carol ausgegeben. Oder im Ninth Circle, aber da gefällt's mir nicht. Den Rest haben wir Quinn gegeben, damit er für uns Geschäfte macht, wenn er unterwegs ist. Ah, klar. Was wissen Sie alles über Underworld? Nun, es gibt da unten jede Menge alter Marktblätter und dergleichen. Ich habe so gut wie alles gelesen. Was war das für ein Ort, bevor die Ghule hierher kamen? War mal ein Teil des Geschichtsmuseums. Die Ausstellung, die sich dort befand, befasste sich mit dem, was nach dem Tod passiert. Die Hölle und so. Viel davon befasste sich mit dem alten Buch, Das verlorene Paradies. Darin geht es um einen Kerl, der zur Hölle fährt. Ein sehr interessanter Stoff. Ich habe in einem der Hinterräume einen großen Karton mit Kopien des Buches gefunden. Hier, nehmen Sie eine. Niemand sonst ist daran interessiert. Ah, danke. Das verlorene Paradies. Wie sind alle Gute hierher gelandet eigentlich? Nach dem Krieg waren es anfangs nur ein paar Leute. Dies war einer der wenigen Orte, der nach den Bomben nicht einstürzte oder brannte. Ich glaube, dass Carol eine der wenigen ist, die zu der Zeit hier waren. Aber im Laufe der Jahre sprach es sich herum. Es gab überall kleine Gruppen Ghule. Das hat heute allerdings nachgelassen. Die meisten von ihnen wurden wild oder kamen hierher. Sicher gibt's draußen noch einige, aber die meisten sind so schlau, nach Underworld zu kommen. Ist es nicht gefährlich, so tief... Was? In der Stadt, genau. Nein. Die Supermutanten lassen uns in Ruhe. Ich denke, dass das, was sie tun, um Leute in einen von ihnen zu verwandeln, bei uns nicht funktioniert. Die stählerne Bruderschaft schießt auf uns, wenn wir draußen im Freien sind, aber hier unten lässt sie uns in Ruhe. Ein paar Mal haben sich Raiders und Sklavenhändler hier blicken lassen, aber Sharon und Cerberus und alle anderen haben sich um sie gekümmert.
Ich denke, wenn's drauf ankommt, ist das Leben außerhalb der Gesellschaft eine gute Sache für uns. Das ist alles, was ich wissen sollte. Kommen Sie jederzeit wieder. Es ist... man... Kommt Mr. Crowley oft hierher? Ich werde keine Kunden verpfeifen. Ach, komm schon. Ach, da hat wohl jemand die Spendierhosen an. Naja, besser als gar nichts. Crowley hat sich einen ganzen Haufen Ausrüstung für eine große Expedition besorgt. Irgendwas führt er im Schilde, aber er will nicht sagen, was. Sehen wir uns an, was sie zu verkaufen hat. Es ist alles funktionstüchtig. Oh. Sogar zusätzliche Teile, Kampfhelme. Die hat richtig was anzubieten. Und ich muss auch wirklich mal was verkaufen. Zum Beispiel das oder das. Das. Und das. Oh, das Jagdgewehr. Gib mir das weg, komm. Wir haben jetzt ein Scharfschützengewehr bekommen. Und sie hat gar nicht so viel Geld. Aber ich kann mir Sachen kaufen. Wie zum Beispiel... Oh, das Diagramm für das Gleisnägelgewehr. Oder... Ah, Munition. Jede Menge Munition. Die 223er Patrone. Wo kann man die schon wieder reinmachen? In 556er. Kaufen das Zeug. Panzerbrechende Munition. 556er Munition. P Plus, die macht auch mehr Schaden. 10 mm hast du nicht, ne? Nicht mehr zumindest. Ach, schade. Waffen. Hast du Waffen anzubieten? Anständige? Nee. Nicht spannendes. Kampfhelme, Kampfrüstung. Ja, das kann ich mir dann alles noch besorgen. Diagramm Kreisnägelgewehr. Na, brauchen wir jetzt nicht. Ich muss gehen. Ah, super. Müssen wir uns mal ein bisschen neu ausrüsten. Hier, das Scharfschützengewehr. Das ist keine gute Idee. Ich weiß, dass das keine gute Idee ist. Ja, und das Sturmgewehr ist wo? Da unten. Geil, super, endlich mal ein bisschen mehr Munition. Hallo Winthrop, wie läuft's denn so? Keine Zeit, keine... Winthrop! Seht, wer wieder da ist. Was gibt's, Glatthaut? So, ich würde gerne, dass du mein Gewehr reparierst. Können Sie mich bezahlen? Wenn ja, kann ich Ihre Sachen gern reparieren. Ist das alles? Alles repariert, okay, und tschüss. So, das war's eigentlich auch schon wieder mit dieser Folge hier bei Tales of Two Wastelands hier bei Fallout. Nächstes Mal versuchen wir mal wirklich die Greta irgendwie... Schon wieder zurück? Wusste gar nichts davon. Zu töten. Unglaublich, was mir dieses Mal alles passiert ist. Aber Hallo. Ich habe gerade keine Zeit zum Erzählen. Vielleicht später. Okay, später. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Fallout Tales of Two Wastelands. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.